Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier, upsie, natürlich immer noch in Atlantis, aber wir haben eine Quest hier noch offen. Und da müssen wir mal gucken, worum es da geht. Ist das die Dame, die gesagt hat, wir treffen uns vorher? Ja, das sieht so aus, oder? Hallo. Nun, da ich das ISO-Instrument ja, habe, die Freundin von Atlas. Du lenkst Atlas ab, während ich in seine Privatgemächer schleiche. Noch mehr schleichen. Nachdem Poseidon Menschenversuche verboten hatte, nahm Atlas eines der Instrumente an sich und behielt es. Theoretisch sollte es meiner DNA eine dritte Helix hinzufügen. Ich habe gesehen, was ISO-Instrumente anrichten kann. Unschön. Es wurde gründlich erforscht und ich fand Beweise für Menschenversuche, die sehr vielversprechend waren. Allerdings in früheren Zyklen, bevor Poseidon die Experimente verbot. Okay. Sag Atlas einfach die Wahrheit. Du hast gute Absichten. Wenn er sich jetzt schon davor fürchtet, wie seine Gegner auf mich reagieren könnten, was wird er dann von dieser Behandlung halten? Außerdem darf er Poseidons Gesetze nicht brechen. Ich bin nicht sicher, ob ein guter Dikastes einen atlantidischen Archon hintergehen sollte. Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Keine Sorge. Beschäftige du einfach Atlas, solange ich in seiner Kammer bin. Ich fürchte, wir haben nicht viel gemeinsam. Worüber soll ich mit ihm reden, ne? Das Wetter? Atlas ist ein eifersüchtiger Liebhaber und er wird sich von deiner Rolle als Dikastes bedroht fühlen. Nutze das zu deinem Vorteil. Hauptsache, du erwähnst meine Pläne nicht. Oh, wunderbar. Das wird unserer Beziehung sicher gut tun. Jeder weiß, dass es an der Spitze einsam ist, Dikastes. Gehen wir. Das ist ja nice. Ja, komm. Ich habe diese Wissenschaft genau studiert. Sobald ich die ISO-DNA in meinem Körper habe, sollte ich das Instrument ohne Nebenwirkung nutzen können. Ja, dann mach das mal. Das Wort sollte beunruhigt mich. Egal, was du tust, verrate Atlas nichts von meinen politischen Plänen. Okay. Ach, du kommst mit, oder was? Nicht wirklich, doch. Ich könnte Atlas glauben machen, wir stünden uns näher, als wir es tun. Stehen wir uns nicht nah? Wär's gelogen? Du weißt, was ich meine. Ja, Atlas eifersüchtig zu machen, wäre sicher eine gute Ablenkung. Oh Mann, Atlas, Digga. Elpis? Was machst du hier? Und ausgerechnet mit ihm? Der Dikastes und ich sind spazieren gegangen und da fiel mir ein, dass ich ein Buch über atlantidische Geschichte hier vergessen habe. Er hätte es gern. Könnte ich es kurz holen? Ich? Natürlich. Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, nein. Bleibt ihr ruhig hier. Ihr habt sicher viel zu besprechen. Was für ein Spiel spielst du, Dikastes? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Vermutlich hat dir Elpis bereits von unserer Beziehung erzählt. Sie ist leider nicht so diskret, wie ich es mir wünschen würde. Was hast du mit ihr zu schaffen? Heraus damit! Ach, genug mit der Geheimniskrämerei. Elpis will eine ISO werden wie du. Sie will dazu ein Instrument aus deinem Palast nutzen. Atlas! Warte! Du hast mich betrogen! Du hast Dinge, die ich dir im Vertrauen erzählte, für deine Zwecke missbraucht! Es war für Atlantis! Ich will nicht länger deine Schwäche sein! Ich kann dir helfen, Atlas! Hast du dich gleich verpetzt, ey? Lügen. Was für ein Scheiß! Du hast mich benutzt! Mann, nicht! Ah! Oh oh. Kaputt. Oh. Das war wohl der falsche Dialog. Dikastes zu sein hat dir nicht gereicht, ha? Du musstest die Liebe meines Vaters haben. Elpis gegen mich aufwiegeln. Willst du auch über meinen Doma herrschen? Nein, damit hatte das nichts zu tun. Verräter! Du bist nicht länger willkommen. Machen! Ah, das lief nicht so nice. Malaka. Entkommen? Ich muss schon verschwinden. Malaka. Können wir hier irgendwie raus? Nö. Stein!
Da auch nicht. Ja, mein Todestag. Lass mal ein bisschen gucken hier, was hier so aussieht. Oh, die Jungs kommen hinterher. Komm ich da durch, ja? Das ist aber sehr schön hier bei Atlas zu Hause. Gut, dann gehen wir einfach raus. Wenn sie nicht wollen. Arme Fisch. Atlas wird sie nicht so unterstützen, wie sie dachte. Ja, du hast auch gleich gepetzt. Was ist denn da gerade passiert? Das muss ich erstmal verdauen. What? Ja, ja, ist ja gut. Leute, wir müssen nicht kämpfen. So. Wir wollten nur abhauen, ne? Okay. Das lief ja mal gar nicht irgendwie, ne? Dass sie jetzt draufgegangen ist, ist ja irgendwie blöd. Yippie! Oh. Autschi, das ging ans Knie. Da hätte man, glaube ich, cleverer antworten können. Ich glaube, man hätte ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Einfach ein bisschen quatschen können. Ein bisschen eifersüchtig machen, oder. So, was ist hier? Es sieht so friedlich aus von hier oben. So wirkt es immer. Aber zu oft trügt der Schein. Ich weiß, Ikaras. Ich bin auch müde. Ich habe so viele getroffen. Archonten, Könige und nun Isu. Sie sind alle gleich. Tu dies, bring mir das, töte den da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Würde ich herrschen, würden die Dinge ganz anders laufen. Was sagst du, Ikaras? Der neue Herrscher soll eine Rede halten. Atlantiden! Heute Nacht reißen wir uns die Kleider vom Leib. Genau. Üben uns bis zum Sonnenaufgang. Was zur Alkibir das wohl gerade so treibt. Oder mit wem? Wer ist Alkibiades? Du solltest dich nicht so an Leute anschleichen. Verzeih, ich wollte die Rede des Dikastes nicht unterbrechen. Ach, naja, es war eher ein Schauspiel. Nenn mich Alexios. Es war auf jeden Fall wundervoll, Dikastes Alexios. Alexios genügt. Und wie ist dein Name? Icon. Du bist noch besonderer als in den vielen Gute-Nacht-Geschichten, die mir meine Eltern zum Einschlafen erzählt haben. Was ist los? Sie werden vermisst. Sie gingen zu ihrer Arbeit und kamen nicht mehr zurück. Oh. Die Isu wollen mir nicht helfen. Aber dann habe ich mich erinnert, wie du den Mädchen in der Unterwelt geholfen hast, ihre Eltern in Illusion zu finden. Also kam ich zu dir. Alles klar. Ihr Name war Phoebe. Wir waren gute Freunde. Sie ist jetzt an einem besseren Ort als damals. Sie hatte Glück, einen Freund wie dich zu haben. Freunde kann ich immer gebrauchen. Wie wäre es mit dir, Alkon? Ich könnte dir helfen. Würde dir das gefallen? Mehr als alles andere. Du sagtest, deine Eltern kamen nicht mehr nach Hause. Wenn du mir sagen kannst, wohin sie wollten und wie sie heißen, wäre das wirklich sehr hilfreich. Meine Martha heißt Rene. Sie arbeitet beim Hafen. Mein Pater heißt Damades. Er arbeitet in der Adamantmine. Du bist sehr mutig. Nun geh nach Hause, da bist du sicher.
Ich spreche mit dem Hafenmeister und dem Verantwortlichen für die Mine. Wenn ich etwas weiß, komme ich zu dir. Okay. Interessant. Okay. Das ist die Quest und hier machen wir erstmal... Okay. So, was ist denn... Achso, 300 entfernt, alles klar. So, wo ist er, der gute Vorarbeiter? Da unten irgendwo. Müssen wir runterjumpen. Hibi! Ziemlich viele Wachen für eine Mine. Ich frage mich, warum. Zunächst einmal wollen wir eigentlich nur sprechen. Der ist unten drin oder was? Müssen wir da irgendwie rein? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay. So, und wie wollen wir da rein? Geht's hier irgendwo rein? Runter? Ah ja, da. Alter. Meine Pflege. Wenn das keine Ehre ist, wie kannst du an den Wachen vorbei? Ich suche nach Damades. Warum sollte der große Dikastes nach einem vermissten Menschen suchen? Ich sagte nichts von vermisst. Sehr schlau. Hybrid. Wenn meine Menschen Adamant zur Testkammer bringen, kehren sie nicht immer zurück. Manchmal fallen sie wohl einfach in die Spalten. Wie Ratten. Sag mir jetzt, wo die Testkammer ist, oder ich stopfe dir das Maul mit deinem wertvollen Adamant. Primitiv. Gewalt ist alles, was dein Volk versteht. Sag's mir. Ah, nun gut. Sie befindet sich im Garten der Kymopolia. Aber du verschwendest deine Zeit. Sie ist verschlossen. Dann muss ich nur den Schlüssel finden. Versuch es doch, Hybrid. Menschen wie Ungeziefer zu behandeln, bringt dich eines Tages unter die Erde. Dieser Tag ist heute. So, kaputt, mein Freund. Okay, mit ihm haben wir gesprochen. Das ist natürlich die Frage. Wo ist denn das? Wie das klingt. Und was haben die Iso mit all dem Adamant eigentlich vor? Tja, gute Frage. Okay, lass mal runter wieder. Das klappt ja irgendwie nicht so nice. Habe ich ein Interesse dran? Nein, ich will jetzt eigentlich...
die andere Location besuchen. Oh, komm rauf. So, wie komme ich jetzt hier raus? Okay. Wo ist denn das eigentlich? Das ist eigentlich ganz woanders, ne? Also hier bin ich hier raufgelaufen. Ja, lauf mal normal, komm. Shit, wenn du getroffen wirst, ist blöd. Ah, okay. Ah, shit. Ah, das klappt nicht. Einfach so abhauen. Ah, die sind schnell, die Jungs. Komm schon. So, ich will nämlich eigentlich... Wo ist denn das? Da drüben irgendwo? Alter, wie springst du? Drüben am Ufer, okay. Schwer am Pumpen. So, was haben wir hier? Das ist das Boot, ne? Ja. Yep. So. Und los. Mann. Okay. So, irgendwo hier vorne war das schon. Quasi direkt hier, oder was? Ach so. Die ihr schon sprechen können hier, okay. Die Castes. Bist du hier, um die kürzlich aufgetretene Korallenpermutation an den Rümpfen unserer Schiffe zu untersuchen? Nein. Nein. Ich suche nach einer Frau namens Rena. Also, wenn es darum geht, bin ich leider überhaupt nicht befugt, fürchte ich. Nun, ich kann dir nicht helfen. Ihr Sohn macht sich große Sorgen. Bitte, kein Tod durch Supplikation! Was soll das denn? Ich mag Menschen. Ich mochte Rena, armer Alkon. Aber wenn sie erfahren, dass ich rede, bringen sie mich um. Sag mir, wo sie ist, oder ich schlitz dich auf. Ich sagte doch, ich weiß von nichts. Du findest meinen Kontakt hier in der Nähe. Aber sei vorsichtig, man stellt dir eine Falle. Du hast denn die Kastell sehr wütend gemacht. Danke. Sag es nicht, Poseidon! Du besitzt Mitgefühl, die Castes. Du bist vielleicht der Einzige, der den Sturm, der sich zwischen Iso und Menschen zusammenbraut, besänftigen kann. Okay. Dann laufen wir mal los, wa? Da hinten. Meisterin hatte recht. Sie warten auf mich. Nun, dann würde ich mal nicht.
Wie viele Verbündete hatte der? Der letzte? Nö. Nicht so richtig. Tschüss. Oh. Eine Notiz. Also hat dieser Xarios Rena entführt. Ich werde. Okay. Alcon fragt sich sicher, wo ich bleibe. Ich sollte zu ihm. Okay. Lass uns mal eben gucken. Er ist auf der anderen Seite, ne? Upsi. Ja, nicht eingetragen. Lass mal kurz gucken. Questtechnisch. Wow, 600. Da kann man auf jeden Fall hinbeamen. Wo ist er? Icon. Da ist nicht Icon, aber hört es sich so an. Ach komm, wieso wird es nicht angezeigt? Okay, ich laufe ein bisschen. Da hinten, okay. Wo ist er? Dikastes Alexios, hast du Martha und Pater gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, dass sie von einem Iso namens Xarios in eine Testkammer gebracht worden sind. Xarios? Aber er war immer so nett zu uns. Er gab uns Essen und hat uns verteidigt, wenn die anderen uns Ratten genannt haben. Wo kann ich ihn finden? Die Türen zu der Kammer sind verschlossen und ich brauche ihn, um hineinzukommen. Er ist für gewöhnlich bei dem befestigten Doma des Ministers. Aber er wird bestimmt von ganz vielen Wachen beschützt. Das hält mich nie auf. Okay. Waren wir da schon mal? Ich weiß nicht. Wir wollen da mitten rein, ne? Hm.
Ja, man könnte hier reinkrabbeln, da oben rauf wahrscheinlich irgendwie. Und dann... Ah, hier, okay. Verstärkung. Ja, lass mal ausprobieren. Das Verstärkungsding sollten wir natürlich irgendwie mal ausschalten. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ja, gut, das ist ja nichts Neues. Sarios, du wirst nie wieder einen Menschen entführen. Shit. Ist das ganz oben gewesen? Ich weiß nicht. Kann nicht ganz oben gewesen sein, ne? Irgendwo muss es weiter unten sein. Das Alarmding, lass mal gucken. Ach, da unten ist es. Heiligsblechli, okay, nochmal zurück. Oh, sorry, viel zu hoch. Alter! Okay, so nun auch nicht. Okay, so, 25 weiter runter ist der. Dann hängt der da irgendwo rum, oder? Hier quasi irgendwo. Zugang zur Testkammer verschaffen. Das ist richtig. So, Testkammer. Und wo ist die? So, erstmal wieder raus, würde ich sagen. Ups. Ich stehe direkt bei der Wache. Noch eine. Okay. So, wo müssen wir denn hin?
Eben kurz gucken. Dahin. Darf ich hier weg? Ne, so geht's nicht. Okay, ich muss erstmal abhauen hier. Das war clever. Nicht schlecht. Ja, bin ich schon weg. Ich komme in der Schmiede raus, das ist ja blöd. Okay. Kommen wir hier raus hier. Ich dachte, davor kommt man raus. Das nämlich wäre besser gewesen. So, 140. Ist gar nicht so weit. Ganz schön hell. So, 120. Wir müssen aber irgendwie... nimm mal hier das Boot. Ja, sehr gut. Richtiger Captain. Aber irgendwo muss das hier schon sein, oder? Ist das unter Wasser? Nein. So, mal kurz gucken, wo das denn jetzt wirklich ist. Testkammer sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Da unten. Okidoki. Das hier ist der perfekte Ort, um vermisste Menschen zu verstecken. Verschlossen. Aber ich denke, ich weiß, wie sie sich öffnen lässt. Je komplizierter der Schlüssel, desto größer das Geheimnis. Was zur Hölle ist das hier? Okay, mal gucken. Okay, wird bewacht. Ich dachte, man könnte ja einfach nur rein rushen. Geht da jetzt nicht. Da will jemand keinen ungebetenen Besuch. Muss mal ein bisschen gucken. Also verstecken kann man sich hier nicht so gut. Was los, ne? Nummer 2. Die sind alle ganz schön heavy, ne?
Wow, danke. Alter. Oh, lauf weg, Junge. Wo ging's denn hier raus? Da ging's ein bisschen raus. Hauptsache mal weg. Ein bisschen. Kurz ein bisschen frisch machen. Wow, Leute. Auf jeden Fall seid ihr ganz schön gut drauf. Nicht schlecht, die Jungs. Nicht schlecht. Er kann sie einfach da wegbeamen, ne? Das ist auch so eine Schweinerei. Wow. So, ganz schön schwer bewacht. Hey, du! Yeah!
Mira, die Hexe ist tot. Okay, wir sind jetzt alle kaputt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier in dieser Hütte drin? Da hinten, okay. Echt sehr schwer bewacht. Versuchshalle, okay. Mhm. Mhm. Alles klar. Die basteln hier. Medusa. Was ist das? Ah, ich habe dich erwartet, Alexios. Willkommen in der Geburtsstätte der Legende. Wer spricht da? Los, zeig dich! Mein Name ist Äther. Ich bin Wissenschaftler. Und in gewisser Weise sind dies meine Kinder. Du hast den Minotauros, den Kyklopen und die Schlanghaarige erschaffen? Sie sind Monster! Sind wir nicht alle Monster? Unperfekte Wesen, die danach streben, ihr volles Potenzial zu entfalten? Bist du nicht deshalb hier? Ich bin hier, weil ein kleiner Junge seine Eltern vermisst. Und alle Hinweise auf dich deuten. Wie überaus menschlich von dir. Oh. Okay. Hm. Da hinten irgendwo lang. Na gut. Gucken wir mal. Gruselkabinett fertig. Oh, wo bist du? Alter, was ist denn hier los? Okay, sind doch ein bisschen voll. Zombie-Treff. Alter. Wo sind die denn? Da hinten irgendwo? Oh, die explodieren alle. Nice. Okay. Damades! Rene! Seid ihr hier? Hier drüben! Wir sind hier! Bitte, hilf uns! Keine Sorge, ich hole euch alle hier raus. Mhm. Weißt du denn nicht, dass es grausam ist, zu lügen? Grausam ja, ist es, Menschen vor. Zu entführen und mit ihnen zu experimentieren. Ohne Opfer kann es keinen Fortschritt geben. Und ohne Experimente gibt es keine Perfektion. Du brichst Poseidons Gesetz. Ich erweitere unser Wissen zum Wohle von Atlantis. Poseidons Borniertheit hält uns im Dunkel fest. Aber wir sind nah dran. So nah. Hm, ist alles richtig. Menschen sind doch keine Tiere, die man einsperrt und foltert. Sie wurden erschaffen, um uns zu dienen. Das ist ihr einziger Zweck. Lass diese Leute gehen. Es ist zu spät für sie. Das Olympus-Projekt hat bereits begonnen. Als ein Mensch vor dem Ende der Transformation entkam, mussten viele andere sterben. Das wird nicht wieder passieren.
Das verstehst du sicher. Lyra, sie nahm sich das Leben nach allem, was du ihr angetan hast. Nun, dann sahst du, zu welcher Bestie sie wurde. Ich hole die Menschen hier raus. Aber willst du nicht wissen, was hinter dieser Tür ist? Nö. Gut, ich spiele mit. Sag es mir. Warum reden, wenn ich es dir zeigen kann? Nur, wenn du die Kammer betrittst, sind ihre Leben verwirkt. Du kannst nicht beides haben. Und wenn ich dich einfach töte, diese Menschen hier befreie und diese verdammte Tür einfach aufbreche? Clever. Du kannst mich nicht töten, Alexios. Ich sehe, du kämpfst mit dir. Was, wenn die größte Errungenschaft von Atlantis hinter dieser Tür wartet? Und wir sie dir verdanken? Was willst du damit sagen? Dieser Weg führt zur Unsterblichkeit. Für dich. Für uns. Begrüße dein Vermächtnis und vergiss diese armseligen Menschen. Lass die Sterblichkeit hinter dir. Die Antworten auf all deine Fragen liegen hinter dieser Tür. Bitte, rette uns oder wir sterben. Du wirst wiedergeboren. Willst du nicht wissen, warum du wirklich hier bist? Befreie diese Leute und diese Tür wird dir auf ewig verschlossen bleiben. Gehe hindurch und sie wird sich hinter dir schließen und diese Ratten gehören mir. Wie entscheidest du dich für ihr Leben oder dein Schicksal? Scheiß auf deine Tür! Ich versprach einem kleinen Jungen, seine Eltern nach Hause zu bringen. Und genau das werde ich tun. Sehr enttäuschend. Aber egal, wenn Atlantis zwei Dinge im Überfluss hat, dann Adamant und Menschen. Kommt, verschwinden wir von hier. Danke, die Kastis. Ich werde Alcon wiedersehen. Beeilung. Wie können wir dir jemals danken? Gar nicht. Sag deinem Sohn, falls ihn jemals an Iso erratet, aber der lässt uns nicht wirklich. Wird sich die Kastis Alexios um ihn kümmern. Der lässt uns doch aber nicht hier einfach so raus, oder? Poseidon hat mich angelogen. Sie haben die ganze Zeit mit Menschen experimentiert. Müssen wir mal mit Poseidon reden, was? Oder? Ich weiß nicht, können wir da eigentlich wieder rein? Nö. Okay. So, das soll reichen für diese Session, würde ich sagen. War ganz schön lange. Oh, neue Quest. Mit Poseidon sprechen. Okidoki. Ja, machen wir aber erst beim nächsten Mal, okay? Also, bis denne. Ciao.